Star Wars. Ja, ein paar Tage noch und wir sitzen im Kino. Naja, ein paar Tage, knappe 60 Tage. Und wir schweben da im Kino und danach geht's los. Gefallen, nicht gefallen. Ich bin gespannt. Ich meine, die Trailer haben uns ja schon ein bisschen entzweit. Wir sind ja schon in drei Lagern. Die Hasser, richtig Hasser. Die Neujo, schauen wir mal. Und die analysieren. Ne? Analysieren. Und sich alles gut reden. Ne? Alles wird gut. Alles ist schön. Ja. Marzal, hallo. So, bei uns die 100% Fans, auch Begeisterten bei Facebook. Ich begrüße euch total und recht herzlich. Und ja, Pokémon, den sogenannten Eisvogel, Porks. Die Porks. Wenn ich schaffe, dann lasse ich jetzt hier ganz viele Porks fliegen. Da muss ich gucken. Also wenn ich jetzt in diesem Moment hier Porks fliegen habe, habe ich es geschafft. Porks. Ja. Caretaker. Sehen aus wie Schildkröten. Ja, okay, wenn man sich das Ganze so durchliest, wo die da so leben. Ich meine, das ist ein Vogelgebiet. Vielleicht haben die Regisseure eine Dramaturgie und die Bildner da sich was dabei gedacht. Aber ich meine, was so im Netz abgeht, da mit diesen Lachflash. Es gibt auch Händler, die Lachflash haben. Die verstehe ich sehr gut. Die möchten ja auch ihre Ware verkaufen. Also mittlerweile, ich möchte auch die Ware verkaufen. Das ist Ware und keine, ne? Wer was gebrauchen kann, kann das mitnehmen. Zum günstigen Kurs. Irgendwie, wenn man hier so sieht und hört, was die Leute so fragen, sind sie Fan in einem Fachgeschäft. An sich sind die Star Wars Sachen. Porks habe ich jetzt nicht eingekauft und die, oh Gott, wie heißen die? Caretaker habe ich auch nicht eingekauft. Soll Toys R Us die verkaufen. Ich habe nämlich auch spezielle Ware an sich und so weiter. Wollte ich, also richtig schöne Unikate wie Sideshow, Toys Show. Aber das Geld ist so hoch, ist mir aufgefallen, das war eine Fehlinvestition. Ich mag die Figuren, die gefallen mir, aber da habe ich nichts von. Weil ich bin leider kein Fan mehr, die Zeiten sind vorbei, um Fan zu sein. In der rauen Wirklichkeit, in der wir leben, ist jeder Euro hart erkämpft. Und solche harten Euros müssen leider weitergeleitet werden an die Obrigkeit, und die Obrigkeit ist ja mittlerweile rein digital, gnadenlos, und irgendwie auf irgendeine Art muss man das leider weitergeben. Ich kann also mir die Ware nicht ins Wohnzimmer stellen. Ich mach jetzt auch kein Online-Geschäft auf, kostet 50 Euro im Monat oder 32 Euro bei Amazon. Mittlerweile mag ich nur die Filme, die unterhalten mich und dann lege ich die wieder weg. Aber da drumherum mag ich da halt nicht mehr so. Ich bin ja jetzt nicht hinter irgendeiner Figur. Ich will auch nicht belügen. Ich möchte immer die Wahrheit bekunden. Und ich möchte auch gerne hier im Video verwirklichen. Es war Show, es war wegen dieser Sendung, weil die Sendung hat unheimlich viel Spaß gemacht, die Sendung zu machen, hier so eine Lounge zu machen. Natürlich auch mit dem Hintergrund, dass man die Ware dann auch wieder verkauft, um eine neue Lounge zu machen oder ein anderes Themenbild, weil nur im Greenscreen fand ich das jetzt nicht so prickelnd, nur im Greenscreen zu arbeiten und zu händeln, so in dieser Lounge, wisst ihr ja, habt ihr ja gesehen, da kann man ja philosophieren und so weiter. Wie gesagt, über die Porks wurde philosophiert, jetzt hier auch über die Caretaker. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus, weil Care und dann Taker ist an sich immer mit Ware geben. Taker, Care-Pakete, wisst ihr noch, die Fluglinien und so. Ja, jedenfalls steht da drin, dass diese Caretaker den Look an sich gar nicht mögen, sondern nur tolerieren und all solche Sachen. Ob das da in den Filmen alles so rüberkommt, finde ich ja super toll. Ich finde es ja auch super toll, wenn man die ganzen Bilder auseinander nimmt. Ich habe mir gerade auch wieder ganz viele Bilder angesehen und habe natürlich schon ein bisschen festgestellt, es könnte ja wirklich 6 sein, also Episode 6, nur halt mit anderen Akteuren, mit anderen Charakteren, aber fast dasselbe. Ja?
weil in 6 lief zwar Luke Skywalker in Schwarz rum, wurde auch da irgendwie abgeführt. Hier wird halt der Finn in Schwarz abgeführt und versucht da wieder rauszukommen. Hat sich also irgendwie gefangen nehmen lassen, um da irgendwas zu machen. Und legt sich dann halt mit dem Captain an. Und der auch wiederum, also die Parallelen sind schon zu sehen. Ich will nicht hoffen, also wenn das passiert, dass Star Wars 6 jetzt 8 ist, wo Star Wars 4 7 war, und Star Wars 5 dann 8 wäre und Star Wars 6 9 wäre, dann wäre das Ganze nochmal rund gelaufen, nur halt anders, nur modernisiert, weil wenn man sich Marvel anschaut, den Hulk anschaut, wie oft der modernisiert wurde, oder wenn man sich Spider-Man anschaut, wie oft Spider-Man umstrukturiert wurde, neue Schauspieler, ist ja auch immer dieselbe Handlung, ja. Und hier genauso, wenn man die in der Halle sieht, wie die alle stramm stehen, damals der Imperator und Darth Vader schritten da auch dadurch und hatten auch in der Halle und sprachen und so weiter. Gut, die Raumschlacht, wir haben genügend Raumschlachten schon gesehen, und wenn diese Raumschlacht jetzt halt noch stärker ausgeprägt, noch größer, ist auch nichts anderes, weil in den anderen Filmen ja auch diese Sternkreuzer zum Beispiel angegriffen wurden, die man ja dann halt auf den ganzen Planeten liegen sieht, wie halt 7 angefangen, wie Rey da als Schrotthändlerin. Die Frage lautet ja sowieso, was ist sie denn jetzt? Wovon lebt sie denn jetzt? Wenn man mal ehrlich sieht, okay, ist ein Märchen, aber trotzdem, auch Märchengestalten haben Hunger, Märchengestalten müssen irgendwo leben, Märchengestalten müssen auch irgendwie Geld verdienen. So, wenn Rey jetzt seine Fuchtelschwert-Mädel da ist, mit super Macht und was weiß ich nicht alles, muss sie trotzdem leben. Sie muss ja irgendwo hingehören, sie muss zu jemandem gehören, man hat sie entrissen. So, ihr Job ist los, sie ist arbeitslos, sie ist jetzt, ich meine, wenn man das mal so sieht, ja, Rey ist arbeitslos, sie ist also keine Schrotthändlerin mehr, sie geht ihrer Arbeit nicht nach, sie ist jetzt bei so einem Eremiten da, der sich plötzlich erschreckt, ja, wuch, die hat ja Macht, die hat ja zügellose Macht. So, wenn man dann in den Kanon geht und nachliest über zügellose Macht, erlebt man ja die beiden, die da zügellose Macht hatten, in den Klonkriegen, wo Anakin dort auch gestrandet und versucht hat, da jemand zu retten, wo sie dann verstarb, wo er dann sich verwandelt und ab und der Vater auch verstarb. Die Macht, also der Machtkörper, die zügellose Macht, die an einem Planeten gehalten wurde und so weiter. Also ja, wenn man das alles mal ins Reale übersieht, rüberzieht, ist Rey arbeitslos. Rey ist arbeitslos. Ja, ist keine Schrotthändlerin mehr, was ist sie dann? So, wenn sie Jedi wird oder so, dann würde sie zu einem Orden gehören. Wenn Luke sie aber nicht weiter ausbilden will, dann gehört sie auch nicht zum Orden. Ich meine, den Orden gibt es ja überhaupt nicht mehr, den Rat gibt es ja auch nicht mehr. Man kann ja auch Yoda, wie die alle heißen, nicht mehr anrufen und sagen, hey Leute, ich habe da jemanden, bilden wir den aus. Ich meine, Rey kann nicht auch einfach so ausgebildet werden, weil Anakin war 9 Jahre alt, wollte man auch nicht haben, er wäre angeblich schon zu alt. War ja auch so eine Sache, nur wenn die so stark in der Macht verworben sind, sollte man die natürlich zügeln und dann formieren und dann auf die Welt loslassen. Also ist zwar eine schöne Geschichte, wirklich. Also seitdem es Internet gibt, ist ja die ganze Welt und man kann ja mit der ganzen Welt. Und wenn man ein Foto, muss man ein paar Sekunden warten, irgendein Hater flippt dann aus oder irgendeiner schreibt was drunter und hat nicht erfasst, worum es jetzt geht. Deswegen versuche ich ja die Sendung wenigstens auf den Weg zu bringen. Ich versuche ja vor laufender Kamera euch zu erklären. Ich höre mir das ja alles an, ich sehe mir das ja auch alles an. Und wenn man 30 Jahre involviert war, 30 Jahre PR gemacht hat, um euch zu animieren zum Kauf, mit euch auf einer Wellenlänge und so weiter, dann ist ja nun mal eine ganz andere Welt. So Filmwelt genauso. Disney möchte auch Geld verdienen. Natürlich denkt Disney sich was Lockeres, Lustiges aus. Denn die kleinen Kinder hier, ach, wie süß, Pokémon, siehst du, falle ich auch schon rein, Pork. Ja, Pork und die Schildkröte habe ich noch nicht gesehen, Caretaker hier. Die wird sicherlich auch irgendwann mal als Figur geben, keine Ahnung. Also wenn ich mir das Ganze da so ansehe, ich bin gespannt. Also wirklich,
bin ich gespannt. Ich mache jetzt auch keine Analysen mehr. Ich habe genügend Analysen getätigt. Ich habe mir da wirklich genügend angeschaut. Und es macht ja auch Spaß, weil wenn man die modernste Technik hat und sich wirklich alles anschauen kann und dort reingehen kann und pro Bild vergrößern, Streaming auf einer riesen Leinwand, das Ganze nochmal genießt, alles zusammen, Teaser, Taser, Trailer, alles an Komponenten, die man so hat, mal zusammenpackt und dann mal kurz laufen lässt, wie gesagt, auf einer großen Leinwand, auch mit gutem Ton, dann sieht man schon, aha, was kommt denn da auf mich zu. Gut, wie gesagt, wir haben hier keine Philosophen mehr, wir haben hier auch keinen mehr, der darüber spricht. Mittlerweile muss ich das alles selber, für mich selber entscheiden. Der Jüngste, wie gesagt, der zwischendurch hier reinkommt mit Erbsenpistolen, der dann da irgendwas nachahmt, ja, hat aber nichts mit diesen hier zu tun, worüber wir jetzt hier diskutieren, beziehungsweise worüber ich jetzt spreche. Ich lade euch total recht herzlich ein. Wie gesagt, wir können philosophieren, würde mir tierisch viel Spaß machen, würde mich auch gerne mit euch mal darüber und real überhaupt, so wie früher, das hat Spaß gemacht, sich zu treffen. Wir waren um die 25 Leute und unsere Kinderzimmer waren damals nicht so ausgeprägt, um da was zu machen. Hi. Hallo. Bin auch kein Nerdy. Musste gerade unterbrechen, weil wir einiges hatten, aber wir auch mit einigen noch ein bisschen über Star Wars philosophiert. Also ich bin kein Nerdy, kein Nerd. Ich mache jetzt auch kein Nerd-Fernsehen. Ich werde jetzt auch nicht groß einsteigen, alles auseinandernehmen. Ich werde natürlich betrachten und das, was ich hier von mir gebe, ist halt das, was mir auffällt. Die hassen einige, die Porks oder, ne? Ich habe auch gerade hier einen Bericht verfasst. Wer ihn liest, ist in Ordnung. Rey hat ja gemerkt, dass Luke ja doch nicht so ist, wie sie meinte oder wie die Legende über Luke es versprochen hat. Ne? Also sie hat halt gemerkt, dass sie auf eine Art über ihn ist. Und dadurch bekommt natürlich Luke Angst, weil Luke ist ja an sich der Meister. Und ein Meister hat keine Angst, ein Meister hat einen Schüler und der, ne? Anakin war ja genauso mit Ahsoka. Ne? Und die beiden, geil, ne? Geil. Er hatte dann auch so Sachen, Snips, ne? Snips und geil mit Anakin Skywalker. War auch eine tolle Geschichte. So, das hätte man auch verfilmen können. Egal, also ich schaue es mir an. Einige, auch gerade der junge Mann, der da war, hat so die Vermutung, dass es doch so ein Abklatsch von 6 wird. Den Kindern ist es egal, die haben ihre Porks, ja, und Care, diese Care-Dinger da, ne? Ist klar. So, und wir können also, wie gesagt, irgendwann mal darüber, ja, Caretaker. Ich habe nichts so, über die Eiswesen habe ich leider nichts gefunden. Und die Caretakers auch nicht. Und ich sehe hier nur mit Pokémon, die Eisentwicklung von Evoli. Ja, okay, wenn die meinen, das ist Pokémon, okay, dann haben sie die Figuren eben von Pokémon geklaut. Ist eben so. Ich meine, das Podcast-Rennen war auch geklaut von Ben und die Hure. Ne? Ben Hur war halt auch das Rennen da. Wie gesagt, vieles wird natürlich aus Filmen adaptiert. Solange nicht King Kong kommt, der grüne Hulk kommt oder Thor auftaucht, so in der Richtung, dann ist ja alles okay. Star Wars muss Star Wars bleiben und Star Wars soll Star Wars bleiben. Ne? Ja, wie gesagt, man hat nichts gehört, es wurde nichts nachgedreht. Es gab keine Skandale, es gab keinen Unfall. Jedenfalls hat man das noch nicht irgendwie preisgegeben. Bei anderen Filmen war Harrison Ford zum Beispiel ja beinahe verunglückt, weil der Minion Falcon da die Tür zu schnell runterging und er sein Bein da irgendwie drin hatte. Hat ihm auch 2,2 Millionen gebracht. Also wie gesagt, ein Stuntman ist verstorben, aber nicht bei Star Wars, bei einem anderen Film. Also die Analyse, wie gesagt, ist hiermit beendet. Neuer Teaser, Taser, was weiß ich, kommen nicht. Ich kann nur sagen, am 16.10. kommen The Rebels auf Disney XD. Kann man sich auch anschauen, wer das hat. Kann man auch ein bisschen drüber philosophieren. Vielleicht wird die Serie freigeschaltet. Freigeschaltet bei Disney XD Deutsch oder bei YouTube, dass man
sich da die Sachen ziehen kann. Ja. So, da haben wir noch was anderes hier. Man hat ein U-Boot gefunden, kurz vor Belgien in der Ostsee. Für die Besatzung muss es die Hölle gewesen sein. Sind auf 30 Meter runter und dann liegen die da unten. Aus dem Ersten Weltkrieg. Ja, ist also auch in aller Munde. Man will aber nicht verraten, wo es ist. Es ist ein Sperrgebiet, kurz vor Belgien. Man soll das nicht wissen. Ist also auch so ein Ding. So mal am Rande der Realität und nichts mit Star Wars. Wie gesagt, Star Wars lassen wir uns überraschen. Wir werden ganz gemütlich am Wochenende nochmal Revue passieren lassen. Ja, dann freue ich mich schon, na, wenn man bald anfangen kann mit dem Countdown. Mal gucken, ich habe echt Lust drauf, so einen Counter einzubauen und mit dem Counter zu arbeiten. Heute noch so und so viele Tage, heute noch so und so viele Tage. Das hat ja beim ersten Teil, bei Episode 7 ja schon richtig Spaß gemacht, das zu machen. Irgendwo bekommt man sicherlich einen guten Star Wars Kalender her, wo man dann jetzt hier was Schönes machen kann. Es gibt leider keinen Counter, der jetzt irgendwie genommen werden könnte für Star Wars jetzt schon, sondern erst diese sogenannten 24 weihnachtlichen, die könnte man, muss ich genau ausrechnen, dann fange ich dann damit an, dann endet der halt am 14. statt 24. Und wie gesagt, ich rechne mir das aus, denke mir das auch aus, wenn ich einen guten Kalender bekomme, mache ich halt 24 kleine Clips, aber ganz kleine versuche ich, und dann witzig zu sein und zu gucken, was da so auf uns zukommt. Vielleicht finde ich ja auch einen witzigen neuen Kalender, wo auch die neuen Figuren vielleicht zum Mampfen schon drin sind. Leckere Schokolade, so ein Pork-Mampfen da. Ja, Care Terrier da, Mampfen, ne? Oder Luke Skywalker-Mampfen. Oder, ne? Ihr wisst schon, Spaß muss sein. Okay, es gab Tafel Schokoladen von Star Wars. Die habe ich bis heute nicht ausgepackt. Ich habe mir sagen lassen, die schmeckten nicht. Die gab es ja tonnenweise bei diesen 1-Euro-Läden. Im Moment wird halt nicht so viel ausgeschüttet. Und wie gesagt, hier ist auch nichts los. Gut, wie gesagt, noch einmal, Toys, Sideshow und Hot Toys, die Figuren kosten nun mal und die werden auch immer teurer. Und somit kommt auch kaum einer und kauft sich eine. Dann, wie gesagt, die aus China eingearbeiteten, hier rübergekommen, durch die China-Post sind ja auch nicht so der Hit. Ja. Mahlzeit, hallo. Ja. Grüße. Ich begrüße alle Kunden, die da waren. Ich hatte ja versprochen, sie zu erwähnen. Wir haben ja philosophiert. Wie gesagt, samstags einfach reinkommen, haben wir den Stammtisch. Da können wir dann so ein bisschen in Ruhe über Star Wars philosophieren. Es ist richtig, wir haben gerade ziemlich stark sogar philosophiert, auch über Revan oder die Ritter von Ren und natürlich über Kylo und natürlich auch über Rey. War eine tolle Geschichte gerade eben. Wie gesagt, alles so, was man sich so erliest, also die Sachen, die man lesen kann, sind dann auch gerade geflossen. Wer Plagueis könnte es sein, Snoke, ein Machtwesen, der die Macht irgendwie aus den Jedis zieht oder so, sind alle Sachen geflossen, auch hier Gruga, wie auf der Gruga die Convention war, haben wir uns drüber unterhalten und so weiter. Wie gesagt, wir haben uns über die Figuren unterhalten und wie gesagt, die Kunden, die hier vor Ort die Sachen brauchen, ob der Revan ist oder Ahsoka oder keine Ahnung, welche Figur auch immer, sie werden immer günstiger angeboten, wie Amazon selbst anbietet. Und also an dem Tag wird, wie gesagt, geguckt, was Amazon, wir hatten eine Figur, die kam 20,39 Euro, dann kam der Marcel, der hatte Geburtstag, habe ich gesagt, okay, dann bekommst du die für 10 Euro, also, ja, und sollte an sich 69,95 kosten, ist aber durch Amazon natürlich der Preis so richtig weggeschossen worden, bis auf 20,49 und da haben wir gesagt, gut, nimm mit für einen 10er und wie gesagt, er hat sich tierisch gefreut. Ist klar, hatte auch Geburtstag, passte ja, na, wenn Marcel zuschaut, er weiß Bescheid, wer da gemeint ist. So, wie gesagt, alle anderen neuen Zuschauer, neue Kunden, die halt die Adresse ultra-d-web-tv-sondersender-nrw-tv bekommen haben. Natürlich hatten wir uns ausgedacht durch Filmfiguren und Theater, dass wir Sammelfiguren extra
Kanal machen, aber da müssen wir so viel PR machen, so viel Arbeit, so viel Geld reinstecken, damit die Zuschauer Sammelfiguren TV sich anschauen. Deswegen sind wir bei Ultra HD Web TV geblieben. Im Moment haben wir also die großen Dreharbeiten nicht, dass da auch was anderes gezeigt würde oder wenn wir also freigeschaltet bekommen. Das ist ja hier nochmal Filmpool und komparsen.de das Ganze. Wie gesagt, alles wird jetzt über Ultra HD Web TV geschaltet. Auch die anderen Sachen, wenn gedreht wird, E-Casting und die freigeschaltet werden sollten oder Heinz Rüb, der dann über, was wollte er? Ah ja, Beatles sein Buch vorstellt oder so. Oder Henning Baum, der jetzt einen neuen Film gedreht, aber hier vorne wohnt. Aber wie gesagt, kein Kommissar spielt mehr hier in Essen, deswegen ist das jetzt erstmal Ruhe hier und deswegen bleibe ich jetzt euer Medienkanzler, euer Captain Rex, bleibe ich jetzt hier auf der Sendung. Star Wars, The Star Wars Show Deutsch, und das bleibt auch so. Und ich finde es super toll, wenn wir hier, wie gesagt, uns unterhalten und auch über die Figuren unterhalten. Wie gesagt, die kriegen alle einen Special Preis. Wir können auch alle Figuren besorgen. Nur da müssen wir gucken, wie wir die dann besorgen, dass wir wirklich unter Amazon bleiben. So, wir können die natürlich jetzt leider nicht versenden, weil durch Versendung klappt das nicht, weil Amazon nimmt ja auch einen Preis jeden Monat. Und wenn wir eine extra Website machen würden, käme das auch nochmal ein horrender Preis, weil umsonst bekommt man das nicht. Und diesbezüglich müssen wir das auch hineinkalkulieren, dass das Geld auf irgendeine Art wiederkommt, weil sowas ist vorlastig. Man muss das vorlastig ja einkaufen und einigen Kunden dann zugänglich machen, ob sie Interesse daran haben oder nicht. Auch die Bekleidung, die wir einkaufen können, wie gesagt, aber das ist alles nicht so einfach. Die Vorlastigkeit wiegt höher, wie dann die Leute versuchen wollen oder kaufen. Wir hoffen auf Weihnachten, dass die Leute Interesse haben an die gesamten Figuren, die, wie gesagt, die meisten kaufen bei Toys R Us oder so. Das ist aber Mainstream. Mainstream wollten wir nicht. Wir wollten an sich so gehobene, die es nicht so oft gibt, wie Sideshow, Hot Toys. Aber das ist ein horrendes Geld, auch in Vorlage, horrendes Geld im Einkauf. Ist klar. Und dann versuchen dann noch unter Amazon zu bleiben. Bleibt also nicht viel über. An sich ist das eine Art Geschenk, was wir dann da eröffnen. Ob der Rey ist als Figur, ist ja da. Chewbacca als Figur, E7 ist da. Und so weiter. Also Pork ist noch nicht da und Pork wird auch nicht kommen. So, und wenn ich es schaffe, Pork hier rumlaufen zu lassen, wird Pork natürlich hier rumlaufen. Ist klar, das kriegen wir schon hin. Ne? Das machen wir. Also ist schon eine lustige Sache. Also wie wir hier gerade so richtig schön philosophiert haben darüber, das war richtig okay. Fand ich super. Also ich bedanke mich total recht herzlich für die tolle Sache, also wie wir gerade hier diskutiert haben. Und derjenige, welcher ist gemeint, derjenige, welcher, wo wir gerade die Fotosession gemacht haben, dem ich auch erlaubt habe, die Sachen abzufotografieren, weil er für seinen Freund da eine Figur zugänglich, also kaufen möchte und ihm zugänglich, welche verrate ich jetzt nicht, hat sie sich da eine ausgesucht. Ja, also Star Wars ist auf eine Art, und es bleibt, ein Märchen, ein Skywalker-Märchen, ein Anakin Skywalker als junger, mit einem Podracing angefangen und so weiter und so fort. Und dann wurden dann Zwischenparts gebaut, die passen, es passt alles. Und mir ist es egal, ob ein Pork oder ein anderes Wesen da zu sehen ist. Ich möchte 150 Minuten genießen. Ich will hoffen, dass ich sie genießen kann. Weil es ist noch lange hin. In den knappen 60 Tagen kann noch viel passieren. Wir wollen hoffen, dass nichts passiert, dass man sich das zu Gemüte führt. Nur die Preise sind heiß. Bei einer großen Familie ins Kino zu gehen, ist man doch knapp 100 Euro los. Ist schon eine Hausnummer. 100 Euro müssen verdient sein, um die mal eben auszugeben. Ja, und das da auch mal zu sagen. Ich sehe gerade, ich habe aus Versehen die Tasse hier stehen lassen, ist etwas unpraktisch. Nehme ich sie mal raus. Seid mir nicht böse, wenn ich hier nur wieder mal hier was stehen lasse. Wie gesagt, ich hätte mir auch gerade die Zeit genommen, weil wir gerade diese super Diskussion hatten über Star Wars. Dann also eine richtig schöne Philosophie hatten über Old Republic. Dann die ganzen Plagueis, der vielleicht Snoke sein könnte. Und auch andere Sachen sein könnte auch, dass Anakin irgendwo drin, doch drin steckt. Kann aber nicht sein.
höchstens Plagueis in Anakin steckt, was auch nicht sein kann, weil er ist nun mal, der Körper ist nun mal verbrannt worden. Und ja, das sind alles so Theorien, da mache ich jetzt persönlich nicht mit dieser Theorie- und Analyse-Geschichte. Also Analyse schon, ich analysiere schon die Bilder, das Umfeld und die Thematik. Aber werde jetzt hier keine Philosophie anstreben, wer könnte wo drin sein. Für mich sind es halt Wesen auf einem, nicht Eisplaneten, sondern einem Salzplaneten. Und es sind Salzfiguren, Lebewesen. Und Pork ist halt ein Mischling aus einem Hamster, und einem Vogel. Und naja, ist halt so. Er schreit zwar wie ein Wilden darum, ob er richtig sprechen kann, weiß ich nicht. Ich vermute, also diese Tiere, diese Porks mögen irgendwie die Chewies und Chewbacca, der arme Kerl, der hat dann auch so einen Freund. Wie so eine Art Putzerfisch, ein Wal haben die Chewies sozusagen ja, ihre Vögel da, ihre Hamstervögel, die da ihre Fell irgendwie putzen oder so. Man denkt sich ja immer was Schönes aus. Ja, ich möchte jetzt keinen Putzerfisch haben, bin ja auch kein Walfisch, möchte auch keinen Pork haben, bin ja auch kein Chewie und schreie hier rum. Nein, ich habe vieles erlebt jetzt, 40 Jahre Star Wars, 40 Jahre gehen zu Ende, noch 2 Monate und wir sehen E8 und dann bin ich gespannt. Dann bin ich gespannt, ob E8, also ich hatte gerade, wie gesagt, einen jungen Mann hier, der auch meinte, es könnte E6 sein. Also irgendwie sind doch alle Jugendlichen so um die 15, 16 Jahre alt der Meinung, es könnte E6 sein. Also wenn die jetzt schon zwischen 15, 16 Jahre oder es waren auch andere hier, die leider zu jung waren, die knappe 30 Jahre alt sind, also die Filme damals nicht gesehen haben, sondern jetzt irgendwie. Wie gesagt, ist alles nicht so einfach. Die Altersunterschiede sind, aber das Schöne ist, Star Wars ist für alle. Star Wars ist für 0 bis 00. Und wer das Glück hat, E8 zu sehen, E9 zu sehen und auf irgendeine Art gesund ist, glücklich ist, hat ein schönes Märchen, hat ein schönes Weihnachten dadurch und so weiter und so fort. Okay, Han Solo kommt in 6 Monaten. Ja, in 6 Monaten kommt Han Solo. Ich weiß gar nicht, ob der schon abgedreht ist, ob sie den verschieben oder nicht verschieben. Muss ich auch mal gleich gucken, ob da Han Solo überhaupt, ja, im Mai erscheint, so wie sie es vorhaben. So, meine lieben Freunde, ich habe jetzt Feierabend, habe jetzt auch Schicht hier mit dem Videoclip. Die Sendung habe ich euch ja gezeigt, kurz darüber philosophiert, über E8 und habe mir auch alles durchgelesen, was bei uns auf unserer Rubrik, auf unserer Page bei Facebook da geschrieben wurde über Pokémons, Figuren, über die Philosophie, auch die Hasser, die also wie Star Wars überhaupt nicht mögen. Alles ist ja erlaubt bei uns, weil dadurch kommt man ja an Informationen und diese Informationen will man dann auch gerne weitergeben. Wir haben auch Einzelrubriken gefunden, wir haben auch Einzelgeschichten gefunden, die wir dann da implantiert haben, die man nachlesen kann. Euer Captain Rex verabschiedet sich jetzt erstmal und freut sich auf einen tollen Abend. Und freut sich auch, mit euch wieder zu philosophieren, vor allem den Kunden, die hier vorbeikommen, mit denen man philosophieren kann über Star Wars, die auch wirklich Ahnung haben über Star Wars, die sich auch auskennen über Star Wars, aber keine Nerds sind. Sie sind keine Nerds, sondern sind ganz normale Otto-Normalverbraucher, die das genauso normal sehen, wie unser Eins das auch normal sieht. Es ist ein Film, es ist ein Produkt von Lucas, es ist ein Produkt von Lucasfilm, von Catherine Kennedy, die jetzt die Obrigkeit darüber hat, die federführend ist, die sagt ja, nein, nein, nein. Und J.J. halt jetzt der Doppelregisseur mittlerweile ist. Wenn wir Glück haben, bleibt J.J. Abrams, aber ich wüsste nicht wofür. Ja? Weil die Geschichten ab 2020 sind andere Geschichten. Da kann man irgendwelche Dramaturgisten nehmen, die gut, sagen wir mal Marvel, Regisseure, die halt auch Marvel schon sehr gut oder DC-Filme gut umgesetzt haben, die vielleicht Batman gut umgesetzt haben oder Spider-Man oder Hulk gut umgesetzt haben oder von mir aus King Kong oder Godzilla umgesetzt haben oder Pacific Rim, wo jetzt der Ding ist auch mitspielt, Bodega. Ja, ne?
die Regisseure könnte man dann vielleicht auch irgendwie sagen, hör mal, habt ihr Interesse, mal den, so eine Art neuen Star Wars zu machen, neue Geschichten zu machen? Wir alle würden uns freuen, wenn wir wirklich vor 45.000 Jahren anfangen, Mary Kleana da, dass sie vorbeigekommen und wie gesagt, das ist so ein Machtwesen, die Macht durchströmt uns, könnte aber auch sein, ja, bei Rey ist halt zügellos die Macht, die schießt da irgendwie durch. Sie kann das nicht so richtig handeln. Beim Kylo schießt die da irgendwie durch. Der kann die nicht richtig behandeln. Er kann sich nicht entscheiden, ob er hell oder dunkel ist und so weiter und so fort. Also ist schon so eine Sache. Ja, jedenfalls geht's rund. Ich kriege hier gerade ein Update. Da drücke ich jetzt drauf und sage, okay, Data ab. Ich gehe auch. Ich sage tschüss. Bedanke mich total recht herzlich bei den ganzen, die mitmachen, die ganzen hinten mitmachen, also hinter der Kamera mitmachen, die ganzen Gäste, die hier sind, die ganzen Kunden, die hier sind, alle, die Star Wars mögen oder auch nicht mögen. Es macht tierisch viel Spaß, täglich darüber zu philosophieren. Es freut mich, dass einige das Ganze mögen, die es nicht mögen, die sagen es auch. Das ist aber nicht so schlimm, weil hier ist ja alles. Hier ist die helle Seite, hier ist die dunkle Seite, hier ist einfach alles. Und natürlich im normalen Haus, so einem Copyhaus, da ist halt, hat damit nichts zu tun, da ist das halt Beiwerk. Dann sitzt man und arbeitet in einer Filmecke. Ja, noch habe ich auch. Ich wollte gerade zumachen. Ne, aber ich bin da. Ne, kann nichts. Alles klar. Ja. Cool.